Yo, moin Leute, Genui und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, der Ring Online mit dem lieben Glabarin. Hallo, meine lieben Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge. Auch von meiner Seite. Und Gendor, hi. Wir machen heute weiter in den nördlichen Brieffeldern. Wir haben am letzten Mal ziemlich viel wieder geschafft. Und müssen heute nach Kirith Nur ins Lager der Orks. Und ja, genau. Und meinetwegen können Wunderbar. wir. Ich öffne noch mal ganz kurz mein Meinetwegen auch. Geschenk. Ich habe ja leider nur das silberne Geschenk. Das goldene haben wir ja schon geöffnet gehabt. Stimmt, ja, dauert noch 2 Tage. Universelle Boraltränke. Ich habe Schriften der Moral und Kraft für 90 Minuten. Ja, cool. Dann. Okay. Ja. Auf geht's. Wir werden heute mit Sicherheit Stufe 20. Stimmt. Eichenzweige mitnehmen. Pferd macht die ganze Zeit Geräusche. Oh, und ein neuer Mitspieler. Ehrensuhl. Vollstrecker. Oh, da steht Eisen. Eisen. Hügelgräber Eisen. Und ein blasser Schwefelbrocken. Ja, optimal. So muss das. Ja. Wir sind auch bald schon fertig hier oben. Dann wartet nur noch eine Sache auf uns, und zwar Dengsacker Hof und Nennhahn. Und es ist schon wieder dunkel. Gerade Und es Abend. ist schon wieder dunkel. Gerade Abend geworden. Oh Mann, ey. Was ein Timing. Ja, ne? Oh, Silber steht da oben auch noch. Das kralle ich mir auch eben noch. Zu weit Du weg. das. Also. Wie viele Orks brauchen wir eigentlich noch? Schwer hatten wir, normal hatten wir schon fertig, oder? Nein, Ne, doch nicht. 3 Stück noch. Tatsächlich. Eine Ruine findet noch, fehlt noch, die Hügiger Ruine. Na dann. Ich komme. Ja, ich kapp hier so lange die schweren Eschen. Bin ich. Dann können wir ja rein, oder? Ja, du und dein Holz. Oh. Holzi, Holzi, Holz. Das nervt Da mich hätten wir es so sehr. geschafft. Tapferkeit. Verteidiger von Breland. Ein bisschen Ruf. Oh ja. Und 5 Punkte. Tapferkeit ist wichtig und die Punkte auch. Ich habe die Macht. Das ist wahr. Oh, das war auch schon der rote Schnitter. Richtig. Das rote Schnittchen. Leute, hat dich angezündet. Dezent. Hui. Soldat,
und da ist auch schon der VIP-Boost weg. Mhm. Ja, krass. Hä? Es wird schon wieder so dunkel, ich sehe nichts hier. Ne, ich habe diesmal ein bisschen die Rollos runter gemacht. Ja. Ich hänge mich mal ganz kurz an dich dran. Dann muss ich mal meine eben auch zumachen. Ja. Weil die Sonne scheint genau drüben aufs Nachbarhaus auf das Glas und das Glas reflektiert alles schön hier rein. So. Jetzt sehe ich wieder was. Oh, das sind meine. Kannst du haben. Jawohl. Dankeschön. Einmal dran gedacht. Ich um meine Faser. Faseri, Faseri, Faseri. Okay, das passt das nicht. Das passt nicht. Wir haben jetzt schon die Hälfte wieder an Orks getötet. Optimum. LOL, verfehlt. Alles klar, Junge. LOL, war das gerade ein Doppelhuhr? Ne, es war einfach der Anruf um... Was? Anruf um Ilberets, also diese Furcht auslösen. Ah, cool. Die rennen immer witzig, wenn man das macht. Die Orks, ne, ja. Die reißen dann die Hände nach oben. Hoch die Hände, ja. Wochenende. Und rennen dann weg. So in der Art. So in der Art. Vorne schon wieder der rote Schnitter. Er zählt ja auch als Ork, einfach mitnehmen. Das ist wahr. Und er gibt sage und schreibe 94 EP, ey. Wow. Und hier weiß nicht. Na gut, wir haben unsere Brüste auch nicht drin. Wir haben ja, gesagt, von Anfang an rausnehmen. Ja, sonst sind wir einfach zu schnell. Wir sind ja schon schnell. Aber so sind wir ja noch schneller. Als schnell. Richtig. Also Speedy Gonzales. Stopp, halt! Lass den Hobbit in Ruhe. Guck mich an. Dann nicht. So. 43 von 60 Orks. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ja, definitiv. Ach ja, stimmt, wir müssen ja sowieso gleich wieder hier hin. Ja, richtig. Was steht denn da? Eisen. Greift der Bär mich an? Shit. Greift er dich an? Ja, direkt, Ich bleib nur hier, um die Blätzen zu bekommen. Danke. Ach, bitte. Emma Wolf leitet hier. Ich weiß nicht, ich packe mal auf Stufe 20 wieder den Stein rein, oder wie sieht's aus? Es kommt halt relativ drauf an, würde ich fast schätzen, ne? Wir sind ja... Du bist ja nochmal in den alten Wald. Ja, okay, dann ja. Gut, richtig viel machen müssen wir nicht, weil das meiste ist ja in Dornlachs Lager. In Dornlachs, in Artus Lager. Artus Lager, ja. Und viel machen auch allgemein nicht, weil es ist ja ein paar Wölfe, bisschen Fledermaus. Ein paar Räuber. Ja, das war's ja schon. Genau. Danach geht's ja schon in die Hügelgräberhöhen. Richtig. Aber geil, ey. Boah, hier steht so viel Zeug rum, ey. Bündnisse zerschlagen. Findet die Höhle. Aber erst reite ich nach. Dornlack. Was benötigt ihr? Könnte ich ab Stufe 20 kommen ja auch die Scharmütze dazu, fällt mir gerade mal so ein. Ja. Können wir dann fürs Geld sammeln machen und fürs, für die Punkte, ne? Fürs,
Oh, wie heißt das denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Fürs Buch der Taten. Genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, die Instanzen werden wir sowieso einmal zeigen, oder? LOL. Was ist? Was ist? Okay. Sorry, Leute. Was war? Oh, mein Radio hat sich gerade von alleine angemacht. Echt? Ja. Witzig. Hab da ein bisschen WDR 2 gehört. Alles cool. So. Hat die nur eine Aufgabe? Nee, ne? Ich bin jetzt einfach dumm weggerannt. Die hatte nö, die hat keine Aufgabe mehr. Genau. Da müssen wir jetzt die Höhle finden, die wir gerade schon gesehen hatten. Alter, hab ich mich gerade erschreckt, ey. Ach ja. Kann der Rechner doch nicht mit mir machen. Doch. Ist voll frech sowas. Alter, ich bin gleich Level 20. Oh. Und Gilde 2 jetzt alles. Ach Gott, ja. Himmel, ey. Könnte ich jetzt noch drüber kotzen, ey. Da hatte ich mal gehofft, ja, jetzt bin ich in dem Haus, dann fäng ich an zu brennen, meine Tutor auch noch an zu brennen, ist in Ordnung. Und ich zieh um. Ja. Aus der netten Nachbarschaft, Hammer, die wir so schön gegründet haben. Hey, ich bin direkt neben meinem Betrieb gezogen, damit habe ich den kürzesten Weg. Die Kirche ist kein Betrieb. Natürlich, das ist ein kirchlicher Betrieb. Ein kirchlich organisierter Betrieb. Du müsstest so schwul werden. Du hast keine Frauenfolge. Stimmt, ich müsste eigentlich so machen wie du, einfach nur die Kinder adoptieren. Ich hab das, ja, meine Frauen sterben ja andauernd, ich kann ja schlecht, meine haben wir uns Lungenentzündung. Wärst du mal Heiler geworden, ey, hättest du mal eine Heilerstube gebaut. Ich würde gerade sagen, ey. Aber wir haben ja schon eine, die ist ja schon auf Dingens, da kann ich gar nicht mithalten. Ein Krankenhausniveau, ja, ne? Kann ich gar nicht mithalten mit meiner Heilerstube. Könnte natürlich auch richtig dreist sein, fällt mir gerade so ein, und die komplette Kirchengemeinde in meinen Besitz nehmen, sprich ich kaufe die evangelische Kirche und reiß sie ab. Oh. Oder ich verdiene doppelt Geld, weil ich sag mal, meine Frau, die ich ja angeheiratet habe, die ist ja evangelisch, das heißt, die übernimmt. Ach nein, scheiße, Gelehrte? Die ist Gauner. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Musst du dein Kind auf Gelehrten, ja, machen? Ja, genau, und das Kind übernimmt dann den evangelischen Part und dann splittet sich meine Familie. Ja, genau. Oh mein Gott. Geil. Der Waldläufer Seradan hat von einer Verschwörung von Sharras Mannen erfahren. Diese wollen mit den Orks in den nördlichen Breefeldern ein Bündnis schließen. Nun setzt Seradan alles daran, die Verbündeten zu entzweien, noch bevor ihr Pakt geschlossen wurde. Ja. Genau. Würde ich auch so machen. Dafür sind wir ja da. Ja, richtig. Ja, nicht zum Spaß hier. Nicht? Oh. Ja, doch, Räuberkloppen macht doof. Spaß. Räuberkloppen macht Spaß. Dachte ich mir. Ein bisschen fehlt noch an EP. Aber nicht mehr viel. Ja. Kannst du mal sterben, dann kann ich dich mal wiederbeleben. Wobei, ne, ein Level müssen wir noch jetzt aufsteigen. Also jetzt Level 20. Richtig. Bam, Junge, friss mein Schild. 16 EP, ey. Bekommen wir nur, ne? Mhm. Ja, ich brauche noch 431. Oh, 548.
umsonst verwendet. Den Akkuschrei. So, und da vorne sind sie. Lutz Farning und der Häuptling. Jawohl. Zack, ich habe ihm meinen Speer in sein Herz gerammt und jetzt ist er umgefallen, alles klar. Sehr gut. Loks, brauchen wir den jetzt nur noch? Zwei. Oh, optimal. Fertig. Sehr schön. Au. Eine weitere Beziehung hat abgeschlossen. So muss das. So und nicht anders. Und ich habe jetzt mein zweites Feld freigeschaltet mit der einen Tat jetzt hier. Für die weitere Aufgaben. Jetzt kriege ich 52 Aufgaben. Neben. Boah, krass, ey. Ja, stimmt. Du hast ja 10 Felder mehr als ich durch so bestimmt. Ja, genau. Die Aufgabe werden wir auch mit Sicherheit Stufe 20. Jeden Fall. Wäre gelacht, wenn wir jetzt keine, Moment, 150 EP kriegen würden. Ja, das ist wahr. Dann kriegen wir nur 149 und dann fehlt mir ein EP-Punkt. Dann backt das Spiel plötzlich und wir fliegen alle raus. Genau, richtig. Server crashed. Server abgeschaltet aufgrund dessen. Für immer jetzt dann. Update kommt nicht mehr jetzt im Oktober. Richtig. Sorry. Anders entschieden. Was kann ich für euch tun? Nimm ich denn hier mal die Axt mit mir. Boah, das ist eine schicke Halskette. Die bringt mir ja so viel. Ja. Oha. Okay, die Axt ist deutlich besser vom Schaden her, aber von dem, was sie halt GZ. Danke. Von dem, was sie als Zusatzattribute hat, ist sie einfach nur grausam. So, das Schwert ist auch grausam. Der Unsterbliche. Jawohl. Und dir auch mein GZ. Dankeschön. Oh, ich habe was Neues bekommen. Ja, ich habe auch zwei neue Fähigkeiten bekommen. Der Rauch vor dem Feuer. Aufstand gegen die zunehmende Dunkelheit. Tunu Splitterfälscher, Mütze Rekrut. So, nee, den wollte ich gar nicht, den Titel. Mütze verfügbar. Genau. Wir sind jetzt Glaberin Eisenbart, der Unsterbliche. Die 20. Stufe erreicht, ohne zu sterben. Optimal. Ist die Fähigkeit Schilde? Ich kann jetzt Schilde tragen, jawohl. Adept. Ach, kann ich dir direkt bauen. Ja, ich würde gerade sagen. Bleibt einen Moment. Da habe ich nämlich noch keinen. Gucken. Adept. Der Weg zur Rettung von Mittelerde ist lang, aber ihr beschreitet ihn bereits. Echt? Ja. Nachricht für den Süden. Ich weiß gar nicht, kannst du das hier benutzen? Geister der Freiheit. Oh, jawohl. Was kann ich benutzen? Kannst du das hier benutzen? Dann? Steht das dann da dran? Oder ist das zu groß für dich? Das kann ich benutzen. Cool. Kannst du mir direkt geben? Optimal. Theoretisch gesehen. Ja, muss ich noch bauen. Ach so. Aber das ist ja viel Stufe, schon wieder was bekommen. Eine neue Nachricht. Schau mit so, ja, okay. Stufe 12, das ist ja nicht wirklich gut. Am besten direkt für Stufe 20 eins. Ja, da muss ich erst Dings werden. Gefährten inspirieren. Das ist Gesellenstufe, Stufe 12, ne? Ist gut möglich. Nee, ist so. So, okay. Alles klar. Level 20, packen wir den Stein jetzt rein, oder? Ja. Erstmal gucken, wie weit wir noch kommen. So, Geschenk für einen Adept. Neue Tränke und... ja, eine... ein Reif aus Menschenanfertigung, den habe ich bereits auf, wie ihr hier seht. Das heißt, wir verkaufen den beim nächsten Mal. Den kannst du nicht verkaufen, glaube ich. Doch. Echt? Ich habe jetzt wirklich... 1 Silber 75 bekomme ich dafür. Lol. Na toll. Ich habe ihn weggeschmissen. Ja. Nein, nicht so wild. Sprecht mit Seradan bei seiner Hütte. Genau. Aus Holz.
Rossfelder. Ich habe jetzt auch meine 1000 Leben erreicht, jawohl. Ja, GZ, danke. Tatsächlich. Aber auch nur durch ja, diesen, Talisman. Durch die Münze. Fällt mir auch gerade auf. Nachricht für den Süden. Was kann ich für euch tun? Oh lol. Hengstacker Hof. Aufgabenstufe 20. Sprich mit Eora auf dem Hengstacker Hof. Machen wir doch. Mit Vergnügen. Neue Tat. Erbitterte Kampfansage. Ja, hammer geil. Okay. Neue Tat. Schnelligkeit. Och man. Du schließt die ganze Zeit nichts ab, aber du bekommst andauernd was Neues. Aber ich. Ja! Das ist doch mega viel zum Abschließen, oder? Wie viel oft musst du das einsetzen? Oh, warte, ich guck mal eben kurz nach. Also, Herausforderung: 300 Mal muss ich die Gegner nur anbrüllen. Und stechen muss ich tatsächlich 1500 Mal einsetzen. Boah. Übrigens, hier ist der Festplatz. Wenn hier nämlich gefeiert wird, dann sind hier Aktionen, die man machen kann. Aha. Pferderennbahn. Genau, die ist ja in Auenland und hier in Breland. Genau. Und jetzt habe ich auch Post bekommen für die Mütze. Hast du schon gelesen? Ich habe die einfach angenommen. Nein, ich meine das nicht. Ich meine den Brief. Der dabei ist? Nein. Dann mache ich das mal ganz kurz. Scharmützehauptmann an uns. Scharmütze vom Krieg überkommen. Während die Dunkelheit sich durch die angeschlagene Lande von Mittelerde schleicht, ist niemand vor der Bedrohung aus dem Osten sicher. Überall in Mittelerde wurden Scharmützelager aufgestellt, um jene zu sammeln, die es wagen, gemeinsam dem Schatten entgegenzutreten. Viele starke Soldaten sind wohl bereit, sich einzusetzen. Doch es fehlt ihnen ein Anführer. Welcher Held wird sich ihrem Ruf annehmen? Ich flehe euch an, euch zu einem dieser Scharmützelager zu begeben und mit dessen Hauptmann zu sprechen. Diese Lager gibt es in vielen Städten überall in Mittelerde. Ihr findet sie im Praetorinshalle, Daxbauten, Estedin und an vielen anderen Orten. Unter eurem Banner werden wir in die Schlacht folgen. Wenn sich ein solch hochkräftiger Krieger wie ihr es seid auf unsere Seite schlägt. Es ist noch nicht jegliche Hoffnung für die freien Völker verloren. Ich hoffe, dass wir eines Tages gemeinsam im Schlachtfeld stehen dürfen. Die Scharmützel erwarten euer Schwert. Idrinion, Scharmützelhauptmann der Nordhöhen. Genau. Das nehmen wir einfach an. Wir tun nur, beeilt euch, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Überall in Mittelerde bilden sich Scharmützellager von Eretluin bis Moria. Reist rasch zum nächsten Scharmützellager und meldet euch. Weitere Anweisungen werden folgen. Idrinion, sprecht in einem Scharmützellager mit einem Scharmützelhauptmann. So. Hallo, Eoga. Wertbeweis. Achso, das machen wir gleich. Hengstacker Hof. Fortsetzen und... Was benötigt ihr? Das, genau. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ach, scheiße. Werte zu verleihen. Sprech mit Otwar. Warum? Was denn? Wie kann ich euch zu Diensten sein? So, bleibt Wertbeweis. Los geht's, weil die Zeit läuft ab. Deswegen habe ich die nur nicht angenommen. Ich aus Versehen schon, aber das ist nicht so wild. Das ist jetzt für die ja, VIPs die Aufgabe. Da müsste man sich jetzt ab Stufe 20 kann man die machen. Dann hat man nämlich ja die Möglichkeit, sein Dingens zu bekommen. Oh scheiße, nein, okay. Seine Reitfertigkeit. Genau, wenn man sie halt nicht gekauft hat, so wie wir im Shop. Wir haben sie nicht gekauft, wir hatten sie ja schon durch die Geschenke, die wir damals geholt hatten und so. Durch die Reiteigenschaften, stimmt. Damit unsere Pferde schneller sind. Aber in Schopf kann man sie für 95 Punkte, glaube ich, war das, kaufen. Genau. Geht eigentlich. Sind ein paar Taten. Genau, ein paar Taten. Hat man schnell zusammen. Hier müssen wir gleich mit dem Otwar reden, ein Zwerg. Da bekommen wir auch Ruf für Turins Halle. Cool.
Und da hätten wir es geschafft. Und reiten bekommen wir jetzt. Nochmal. Nochmal, genau. Ich habe noch ganze 10 Sekunden. Was benötigt ihr? Bam, Junge. Und das, obwohl ich die angenommen habe und vorher die anderen noch abgegeben habe. Nicht schlecht. Boah. So, in den Wald. Sprich mit Walter Weißrost an den Haaren. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Schildkrötensuppe. Beschafft Portion Schnappschildkrötenfleisch und Schnappschildkrötenpanzer. Das ist auch beim den Haaren. Aber jetzt müssen wir erstmal mit Ottwar reden. Zerstreut Zwerg, durchsucht die Ruinen nach etwas Bündel. Bin ich euch nicht einmal eine Minute eurer Zeit wert? Warte, ja gut, oder? Ach scheiße. Hast du schon? Ach so, stimmt. Oh, bitte nicht absetzen. Oh, verdammt. Ohne Notizen. Bringt etwas Notizen zu ihm zurück. Eine Beleidigung. Bei Durins Bart bin ich euch nicht mal eine Minute eurer Zeit wert. Wo reitest du hin? Warten wir da jetzt? Oder was? Ich reite weiter. Ich wollte gar nicht warten da. Die sind eigentlich gleich da. Aber hier sind ja jetzt auch schon Orks, ne? Na gut, vielleicht haben die auch dabei? Ja, ja. Dann ist ja okay. Aber du kannst jetzt warten, also ich glaube, die sind da gleich schon. Nee, das wusste ich ja nicht. Weil ich hab sie jetzt schon. Ach so, na gut, dann reite ich wieder zurück. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Ich glaube, ich muss gleich nochmal telefonieren. Warum? Ich glaube, ich habe Angies Arbeitstage gerade verwechselt. Nein, echt? Ja. Dann bin ich gut. Was war das? Von nun an ging es bergab. Sprecht mit Andrik bei der Grünwegfestung. Sind jetzt endlich mal bei dir gespawnt? Nee. Die haben doch noch nie so lange gebraucht, ey. Ach, jetzt.
jetzt, wo ich aufgesessen habe, sind sie da. Willst du mich verarschen? Nee. Das Spiel hasst mich. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zu Gilde. Hast du bekommen? Jawohl, okay, alles klar. Ja, hab ich. Sehr gut. Da-dam, da-dam. Pferderennen. Hey, und war. Ah, funktioniert ja doch. 220, 228, 248. Lol, ist klar. Hört euch alles an, was ich zu sagen habe. Oh. Ist natürlich kacke, ey. Na gut, ne? Ja, die fängt morgen um 8 an, arbeitet bis 17 Uhr. Scheiße. Ach, die soll einfach krank machen, ey, ganz ehrlich. Ja. Ja gut. Na, ist schon. Ja. Ich meine, es war ein bisschen frech, aber ist halt wichtig, ne? Ja, eben. Jobs wachsen nun mal nicht auf Bäumen. Das ist wahr. Ich grüße euch. Ich grüße dich auch. So. Oh, Gänsratrolle besiegt ganz gut Zarke Bogenmeister und Knochenbärster. Die sind ja auch da hinten, ne? Genau. Genau. Ja, aber hier können wir an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Okay. Bei Andrik. Und in dem Sinne, liebe Freunde, wir hoffen, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Feedback wäre schön von mir und haut rein. Ciao, Leute. Euer Gendor. Von mir auch. Macht's gut. Euer Steinchen. Tschüss.